So, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier mitten in der Anlage, was auch immer, um sie zu retten. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihnen Zugriff auf alles, was Kree weggesperrt hat. Gehen hat uns da Rice? Rails? Rivers? Wie heißt er denn? Der Antagonist hier. Nämlich geklaut. Und wir haben endlich die letzte, ich glaube, die letzte Fähigkeit gekriegt hier. Haha, indem wir endlich diesen Blödsinn verschieben können und alles. Aber dann probieren wir es erstmal hier rüber hoch. Wir müssen jetzt, glaube ich, in der ganzen Spielwelt auch endlich was anfangen können und alles bereisen können. Kann ich die jetzt auch selber wieder hochschicken? Nee. Da drüben soll ich langlaufen, oder? Zack! 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 Easy! Macht! Yay, noch ein 40 mehr. Okay, und ich glaube hier drüben kommen wir zurück. Perfekt. Okay. Jo, und ich schmeiß mich hoch. Dass ich hier auch rankomme. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel, das wird in einer Katastrophe enden. Ich denke, das muss ich melden. Und dann der Papierkram, Unterlagen ohne Ende, jede Menge Bürokratie. Perfekte Aufgabe für einen B1. Hahaha. Cool. Okay. Die Wartungswege müssen nach oben führen. Denke ich. Und hopp. Und hopp. Check. Du hast hier nichts zu suchen. Das hast du mir nicht zu befehlen. Singer, so, Shortcut. Jo, sieht so aus. Da ist er. Ich werde Ravis mit deinem Kopf erweisen. Du bist erledigt, Jedi. Du kannst dich... Oh, oh. Und tschüss. Ihr Deppen. Wo ist denn die kleine Luke hier? Schick. Was kriegen wir hier Tolles? Interessant. Yay, noch mehr Priorit. Komme ich hier irgendwo hin? Oh, das sieht jetzt hier nur so aus. Sieht nur so aus, okay. Dann machen wir dich wieder hoch. Dann muss ich hier irgendwo lang. Kann ich einfach rüberspringen? Scheinbar. Okay, dich mache ich hoch. Das ist richtig. Ziel enthüllt!
feindliche Einheit ausgeschaltet. Wieder ein klapperndes Stück verloren. Das ist schwach. Du bist schwach. Haltet sie auf. Stirb, stirb, stirb. Jetzt du. Los dich, los dich. Das dürfte nicht... Bumm. BD, wirf mir ein Stim rüber. So, was haben wir hier noch Feines? Wenn ich nur... So, tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Lüge. Scan. Hast du was gefunden? Hier ist kein Durchkommen. Aber hier. Tada. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wann die Plattform jetzt wieder zurückgehen und wann nicht. Ach ja. Versperrt. Da komm her, Meister. Waffe aktiviert. Das kann mich nicht stoppen. Aber das. Spüre den Schmerz. Bam. Abschauen. Bam. So, runter geht's hier. Bord? Bord, kannst du mich hören? Versperrt. So. Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Das hast du fein erkannt, Kerl. Warum mit dir? Oh. Tatsächlich, gut. Frechheit. Jo. Nee. So, wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Du siehst aus wie eine Plattform. Und durchatmen. Form. Ausruhen. Konnte ich da vorhin schon hoch? Ganz langsam. Da kommen sie. Ah, hier sind wir. Also ja, da war ich schon. Zurück. Und tschüss. Und tschüss. So, da komme ich jetzt überall hin. Du kannst doch nicht weit sein. Tja, denkst du. Okay. Aha. Jawohl. Oh. Systemschaden. Entferne Ziel. Und nochmal. Energie um. Das hast du schlecht gemacht. Der Massiv. Oh, ein umfassend modifiziertes Magna-Wache. Leibwächter personiert von Ravis. Ah, okay. Ja, ging relativ easy, würde ich sagen. Wackel, wackel.
Juhu, noch ein Fähigkeitspunkt. Und... Ach, ich dachte, jetzt komme ich drüber. Gut, jetzt habe ich das Ding hochgemacht. Tschonk. Hier komme ich jetzt nicht hier. Oh, das ist alles so verwinkelt. Das hasse ich ja wie die Pest. Hier konnte ich doch jetzt irgendwo gerade. Ah, ja, genau so. Oh mein Gott. Offener Weg, schön. Was habe ich von der anderen Seite? Okay, also Kommando zurück und einfach nur. Nee, davon bin ich gekommen. Also hier rüber, hier runter. Ja. Tada. Nee. Wobei eigentlich kommt den einzelnen Bonus wieder. Oder habe ich den benutzt? Nee. Aber Fähigkeiten können wir mal noch. Machtanzeige. Poch, ja, nehmen einfach mal mit. Und den Rest brauche ich nicht. Hier müsste ich mir halt dann mal einig werden. Zwei Schwerter, Blaust habe ich jetzt auch schon. Parierstange habe ich jetzt noch gar nicht genommen, ne? Dann könnte ich das eigentlich mal wieder wegpacken. Wobei, boah, fand ich eigentlich jetzt. Gerade gegen so einen einzelnen. Naja. So. Bum bum. Und tschüss. Kommst du auch noch runter? Und dich mache ich wieder hoch. Nee. So, guck hier. Hoch, runter, rüber, rüber. Zack. Zack. Also, das muss ja wieder hochgehen, sonst komme ich ja nicht. Ja, macht schon Sinn. Okay, da komme ich überall nicht lang. Hier komme ich aber lang. Das ist eine tolle Laterne. Eine nichtssagende. War ich da schon? Sieht so aus. Ich habe dort hinten noch einen Raum erspäht. Ah ja, jetzt könnte ich mich ja mal um euch kümmern hier. Und tschüss. Und tschüss. Und hier drüben war noch eins, ne? Und tschüss. Was machst du jetzt? Kann ich dich. Oh. Okay.
Aber da wollte ich gar nicht hin. Ja, hier ran. Ach, das macht das so viel angenehmer und einfacher. Sehr schön. Naja, immerhin, wenn wir immer da waren. War jetzt nicht der Riesenumweg. Siehst du, finde ich den Punkt. Immerhin. So, aber dann bin ich hier wenigstens durch. Und wenn ich jetzt hier links lang. Links langlauf? Sagt ihr mir, ich komme da sogar hin. Ich weiß nicht, warum der mir das sagt. Oh, weil er recht hat. Weg mit dir. Ach nee, jetzt bin ich nicht ganz da, wo ich hin wollte, aber naja. Ja, das reicht uns. Das war knapp. So. Und jetzt hoch hier. Katsching. Ach ja. Quetschen wir uns durch. Lang durch. Muss viel laden. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalor sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Druiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Druiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Gendai. Sie sind eine Spezies, die bekannt sind, aber an der Alter sterben sie in einer Garten als Amorph, da sie nur eine riesige Masse von Nerven sind. Aha, ist quasi der Ravis. So, Freunde der Sonne, wo soll ich denn jetzt lang hier? Oder hier? Thank you.
Bist du der richtige Weg? Sie ist in der Nähe. Du bist der einzige Weg. Ah, nicht hier oben haben wir noch was. Guck. Aber wie komme ich denn zu dir hin? Ach! Ich kann nicht doch hochpassen, oder? Sieh dir das an, BD. Eieiei. Und alle ab. Ha! Eingeklettert und gekraxelt hier. Ist hier noch was Feines? Nee, sinnlos. Sinnlos. Der gute alte Bug Control Room. Control Room? Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort. So. Mal kurz resetten. Geht ganz schön weit runter, Alter. Leco mio. Naja. Das hat man gar nicht zugepflastert hier. Hey! Aber immerhin. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. So. Es gibt nur die Macht. Was? Warum kann ich jetzt nicht schnell reisen? Nicht alle. Ey, jetzt bin ich. Das ist jetzt nicht euer Scheiß. Dann muss ich den ganzen Bums halt wieder hochfahren, Alter. Aktivieren. Das fährt jetzt auch noch wieder runter. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ihr macht mir den scheiß Schnellreisepunkt zu, dass ich nicht dort hochreisen kann. Warum auch immer. Und jetzt muss ich hier noch künstlich warten, bis dieser scheiß Aufzug runtergefahren ist. Ihr habt doch einen Arsch offen. Oh. Das hat jetzt 42 Sekunden gedauert. Hey, wo bin ich denn jetzt? Ich stand da vorne noch nicht da. Jetzt sieht das scheiße aus. Aber jetzt bin ich ja nicht mal da, wo ich hin wollte. What?
the fuck? Also hier muss ich durch, ne? Oh, Alter, ich dachte jetzt schon. Oh, ey. Wieso kann ich denn da nicht schnell reisen hier? Was ist für Bums? Und da bin ich gekommen. 42 Sekunden. Um hochzufahren. Der Gen könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Zu fahren genauso. Aber dann die Frechheit nochmal zu warten, bis er. Ey, das. Also Leute, das geht nicht. Ey, meine Fresse. Mhm. Was sind die für Rettungskapseln hier? Rettungskapseln könnten nützlich werden. Mhm. Naja, gut, dann müssen wir mal jetzt kommen. So, wie kämpfe ich denn gegen dich, Ravis? Kämpfe ich mit dir? Oder mit dir? Ich glaube, dich kann ich eigentlich nicht gebrauchen, aber. Boni. Ach, den ganzen. Klar, Radatsch haben wir ja auch noch. Ach, da habe ich eigentlich schon fast alles, ne? Gut, ich könnte jetzt. Nö, kann ich nicht. Hier könnte ich den jetzt aufladen, ne? Nee. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so. Bleibt jetzt hier alles so, wie es ist. Ob du hier bist. Na, BD, komm. So. Schauen wir mal, was das wird jetzt. Sie. Okay, sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Kerl. Er wird mich um. Dieser Druide gehört mir. Ach. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchbrechen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Tenalor gehört mir! Meisterin Kree hätte sich in diesem Tag verrotten lassen sollen! Halt dich fest, sie! Das war der Plan! Oh! Doch nicht gegen! Das ist frech! Jämmerlich! Trivial! Rums! Rums! Dies ist das Ende! Ha!
Nicht mit mir. Oh doch. Na komm. Frechheit. Ich brauche Hilfe. Hab ich. Schwach. Na, schmerzt es. Könnte ich dich genauso fragen, Freundchen. Stimm bitte. Um. Leidet. Tennelor gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Ihr werdet scheitern. Der Tod erwartet euch. Gib mir jetzt Sim. Wirklich? Leben. Mach das nochmal. Gerne. Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. Vielleicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Ah. Ja, was soll ich jetzt noch gegen den Spinner kämpfen, bis ich ihn nicht killen darf und kann? Mann. Sehr schön. Das komm schon, Sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Deine Meisterin, sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Cree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Bitte lassen Sie uns diesen schrecklichen Ort verlassen. Hat er auch was zu erzählen? Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, Sie. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein. Ich hasse diese Dinger. Ich wusste es.
Bubububub. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. So. Simsalabim. Da bin ich wieder. Jetzt kann ich. Ich habe eine Frage und ich will nicht respektlos klingen. Ist es überhaupt möglich, auf einem Planeten wie diesem ein neues Datenpad zu finden? Naja, neu wäre es nicht. Aber ich finde bestimmt eins, das funktioniert. Ach, sehr nett von dir. Leider hat dieses auch einen sentimentalen Wert. Ja, wir holen dir mal dein blödes Pad, komm. Ich kann dann genau die falsche Richtung, kann das sein? Das Zeug kommt überall hin. Du hast also wirklich dein ganzes Leben auf Kobo verbracht? Geboren und aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Gehöft in Reach. Wow, es muss schön gewesen sein, auf einem so farbenfrohen Planeten aufzuwachsen. Versteh mich nicht falsch. Früher habe ich Horus geliebt. Aber das ist Neon. Es springt in den Augen so an. Wie komme ich denn jetzt wieder zu dir darüber? Och, ist das zum Kotzen. Ohne Mist, bin ich da hingekommen. Ich glaube, ich raste hier gleich aus. Alles okay. Ach, an dem war ich quasi. War ich dann noch nicht. Doch her, aber sonst will doch der nicht angezeigt werden. Oder? Wie komme ich denn zu dem hin? Greifpunkt. Hier drüben. Oh, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. So. Willkommen. Auf der Mantis. Sei vorsichtig. Mhm. Sind jetzt neue Charaktere und Gespräche verfügbar? Da ist er, mein Lieblingsschrottsammler. Kennst du noch andere? Nein, aber wir haben einige Eimerköpfe zusammen bekämpft. Vergiss die KX-Droiden nicht. Warum leben wir noch? Welch glorreiche Konversation. Njong. So, dann kämpfe ich mich halt mal wieder. Wäre ich nicht einfach gegangen. So, 12 Milliarden Jahre später.
Hey. Wo es hier hingeht, weiß ich bis heute noch nicht. Komm rein, setz dich an die Bar. Nein. Was ist mit deiner Schmuggelunternehmung passiert? Das Galaktische Imperium. Nicht lange nach dem Ende der Klonkriege zerschlug das Imperium meine Frachtoperationen. Sie haben alles ruiniert. Viele meiner Partner flohen in die relative Sicherheit bei den Hutten. Auf Nimmerwiedersehen. Die meisten von ihnen waren sowieso Schlangen. Aber bei einigen von ihnen... Ich habe Leute verloren, bei denen ich es nicht erwartet hatte. Das tut mir leid, Moran. Das ist hart. Nein, mir tut es leid. Ich habe wohl vergessen, um dein Mitleid zu bitten. War auch recht. Kerl, ich wollte dich... Nun, ich war ein wenig schroff, als wir letztes Mal über das Ende meiner Frachtoperation sprachen. Keine Sorge, ich habe schon Schlimmeres gehört. Ich habe wirklich alles verloren, weißt du? Und jeden. Das hat mich nach Kobo geführt. Zusammen mit dem bisschen an Waren, die am Ende noch übrig waren. Monk lässt mich meine Sachen im Hinterzimmer lagern. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir etwas davon. Hier hat ohnehin niemand Kredits übrig. Egal. Ich sollte dich nicht mit meinen Problemen belästigen. Danke, Moran. Ein andermal. Dieses Hinterzimmer? Aha. Ja gut, wir haben... Dreo. Ein alter Freund von Moran? Gerade drüber gesprochen. So, was hast du jetzt Tolles, Feines? Aha. Und wie bist du vom Lärm auf Riosa dazu gekommen, Produzent zu werden? Ich habe ein paar unbearbeitete Aufnahmen zusammengestellt und an Freunde verteilt. Das sprach sich dann herum. Ich bekam genügend Auftritte, um eine Karriere zu starten. Irgendwann hat jemand mit Einfluss auf der Durchreise meine Sachen gehört. Sie hatten mit Max Rebo gearbeitet. Da dachte ich mir, die sind cool drauf. Max Rebo? Das ist echt cool. Exakt. Es ging dann um ein paar Auftritte im Kern. Als sie Kern sagten, dachte ich an Chandrilla, aber sie meinten Coruscant. Also ging ich dorthin. Genieße die Songs. Nein. Oh, und der los. Reißende Fluss wird geteilt durch die Klinge des Steins. Welche Klinge? Welcher Stein? Was ist schärfer? Stein oder Wasser? Ich würde einen Raider nicht mit Wasser bekämpfen, falls das dein Vorschlag ist. Aber ist der Lauf des Flusses sein Geburtsrecht? Ist der Stein schuld an seiner Form? Ich dachte, du wüsstest alle Antworten. Psst, pass auf, Dana. Ich glaube, sie erzählt uns von einem Schatz. Lasst ihr beide euch die Zukunft vorhersagen? Wir versuchen es, aber wir kriegen von ihr keine klare Antwort. Sag das nochmal, ja. An schlammigen Küsten windet sich ein Fluss. Ein Ufer aus Schuld. Ein kaputtes Band. Oh, jetzt kapiere ich. Sie sagt, in irgendeinem verschlammten Fluss wartet ein großes Ding auf uns. Ach, du hörst nur, was du hören willst. Für mich klang es wie eine Warnung. Einer vor etwas Bedrohlichem. Was hältst du davon, Kerl? Da draußen ist es gefährlich. Ich würde eher auf meine Instinkte vertrauen als auf Wahrsagerei. Siehst du, der Junge versteht's. Wer hat je den Coup seines Lebens gemacht, indem er vorsichtiger war? Wie geht's? Du scheinst gute Laune zu haben. Ich habe daran gedacht, dass diese Kantina mich an einen Festtanz auf meinem Heimatplaneten erinnert. Die Kantina erinnert dich an tanzende Leute? Mein Volk tanzt nicht. Der Tanz ist mein Volk. Alle zusammen. Ohne die Essenz von allen entsteht nichts. Wie diese Kantina. Jemand bestellt beim Monk einen Drink. Gulu macht einen Witz. Mosey erzählt eine Jagdgeschichte. All das zusammen ergibt etwas Größeres als die Beteiligten für sich genommen. Ich muss jetzt alleine sein. Ja, dann sei mal alleine. Welche Konversation. So. Ich habe zu meiner Zeit viele Jäger gesehen. Und ich muss sagen, du bist vielversprechend, Kerl. Wie viele Kopfgelder, bis ich so einen Hut wie du kriege? Keine Chance. Den habe ich von meinem ersten Ziel. Er hat sentimentalen Wert.
Wie lange warst du eine Kopfgeldjägerin? Lange genug. Und ich erkenne einen zukünftigen Killer, wenn ich einen sehe. Keine neuen? Gefällt dir, was du siehst? B2 Droiden, naja, dann. Das könnte ich gut gebrauchen. Irgendwas muss ich ja dafür kaufen. Mit euch kann ich allen nichts anfangen. Monk, bist du da hinten? Also, ich weiß, du hast viel zu tun, aber einer meiner Gäste ist zum Sumpf aufgebrochen. Und niemand hat sie seitdem gesehen. Du glaubst doch nicht, dass sie sie zurückholen wollte, oder? Könnte durchaus sein. Und wir wissen beide, dass das Raider-Gebiet ist. Ich seh's mir an. Das würde uns alle beruhigen, Kerl. Sig gehört zu den Guten. Wie wäre es mit einer Erfrischung, weil du sie unversehrt zurückgebracht hast? Aufs Haus, versteht sich. Ich bin nicht durstig, danke. Warum gibst du Bord nicht einen Drink aus? Ohne seine Hilfe hätte ich sie nicht retten können. Gut, aber trotzdem schulde ich dir was. Dass das alte Mädchen sicher zurückgekommen ist, ist das Gesprächsthema im Saloon. Das alte Mädchen ist irgendwie charmant, findest du nicht? War schön, dich zu sehen. Turtle haben wir ja auch noch hier. Kell, ich schwöre, ich hatte nichts mit dem Druiden-Napping von sie zu tun. Ich glaube dir. Kannst du bei Grease ein gutes Wort für mich einlegen? Ich kann nicht jeden Streit für dich führen. Du sprichst am besten selber mit Grease. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Letzte Woche sagte er, er habe ein altes Familienrezept für Froschsuppe. Das war bestimmt nur ein Witz. Ich will keine Suppe sein. Ich bade nicht mal gern. Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. So, was gibt's bei dir Neues? Weißt du etwas über den Geilschlamm, der auf dem Berg lauert? Nicht, dass ich wüsste. Er mag friedlich wirken, aber wird er gestört, greift er an und zertrampelt dich. Seine dicke Haut widersteht sogar den stärksten Waffen. Wie würdest du rangehen? Ich würde aufpassen, wo ich hintrete. Sein Sprühangriff hinterlässt Säurelachen auf dem Boden. Gut zu wissen. Danke. Aha. Bis später, BD. Als du hier das erste Mal reingekommen bist, wollte ich dich rauswerfen. Witzig. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob ich es sein werde, der diesem Latero seine zweite Armprothese verpasst. Das kannst du gern versuchen. Aber im Ernst, du hast gute Arbeit geleistet und auf den Kleinen aufgepasst. Es ist, als würdest du... Entschuldige. Sind das Tränen in deinen Augen, Grease? Was? Soll das ein Witz sein? Nein, das ist der Rauch. Oder so. Raucht hier drin irgendwer? Ja, Rauchverbot! Alles klar, Grease. Ich bin gleich wieder bei dir. Und falls du diesen Arm mal modifizieren willst, kenne ich dich. Kennst du einen Arm-Modder? Oh ja. Lass mich kurz überlegen. Kerl, da bist du ja. Boat hat mir alles erzählt. Zwei rauchende Pistolen. Ein Meisterschütze wie aus den Holowitz. Ganz ruhig, Captain. Ich will hier nur eine Nachbesprechung abhalten. Nachbesprechung? Hörst du das? Das ist ein Profi. Warum haben wir nie Nachbesprechungen, Kerl? Okay, das reicht jetzt. Genießt du das Rampenlicht, Boat? Wie eine imperiale Leibesvisitation. Aber ich gebe zu, es ist toll, wie aufgeregt alle sind. Wir plaudern später. Das Pylons zieht viele Gäste an. Ja, könnte sich rumgesprochen haben, dass ich der beste Koch diesseits der Hydianischen Handelsstraße bin. Ach, was weißt du schon, BD? Du hast nicht mal Geschmacksknospen. Pass auf dich da draußen auf. No, Kerl. Da Fug? Ist das wahr? Du hast den Raiders den Druiden wieder abgejagt? Ich glaube, wir sind einander noch nicht begegnet. Oh, Mist, tut mir leid. Hab dich überfallen wie ein Rocker. Ich heiße Har. Bin schon länger hier als alle diese Grünschnäbel. Außer Doma und Gulu und Guido und die alte Tor natürlich. Aber die ist... Mist, jetzt fange ich schon wieder an. Kerl, richtig? Genau, das ist BD. Verdammt schön, euch beide kennenzulernen. Verdammt schön. Unterhalten wir uns später.
Aha, was auch immer ich jetzt mit dir hätte. Ich habe vielleicht eine weitere Meditationskammer gefunden, Kerl. Stopp. Wo denn? Es gibt ein Silo im Tal. Es war länger keiner mehr dort, aber es gibt Gerüchte. Bobi. Ein andermal, okay? Nein. Wie fühlst du dich, Sie? Viel besser, Kerl. Weil ich jetzt weit weg von diesem furchtbaren Schiff bin. Es hat schon bessere Tage gesehen, das stimmt. Das könnte man auch von der gesamten Galaxis sagen, oder? Aber es ist ermutigend, dass es doch noch einige Lichtblicke gibt. Deshalb kämpfen wir weiter. In der Tat. Ich muss sagen, ich sehe Spuren des Ordens, meines Ordens, in Ihnen und Ihren Gefährten. Das ist überaus ermutigend. Manchmal weißt du einfach genau, was du sagen musst. Jetzt nicht, Kerl. Wollt ihr sehen, was ich gefunden habe? So, was haben wir denn hier? Dies könnte sich als nützlich erweisen. Sie scheinen sich bei ihren... Könnte ich nochmal kaufen. ...verzählt zu haben. Oh. Schaden ist nächst nicht irgendwas. Okay, vorübergehend. Schaden. Beim Wechseln regeneriert jedem... Macht Regeneration. Super Anzeige. Ich muss demnächst die Energieversorgung wechseln. Aha. Noch mehr Erfahrung habe ich ja schon. Das hier scheint Ihnen zu gefallen. BD-Zeug. Also ich könnte mir quasi noch einkaufen. Oh, cool. Sie haben nicht genügend Datensicks. Du bist jetzt auch hier drin. Gibt's hier irgendwas Neues? Willkommen! Auf dich warten Gegner! Neuen Shit. Oh! Ich glaube, den muss ich dann gleich mal noch machen. Dann kann ich mir... Ja, aber ich glaube, das mache ich offscreen. Jo. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich es dann doch aufgenommen. Mit doppeltem Speed drin gelassen. Für die, die es interessiert. Also viel Spaß, wie ich den jetzt im vielleicht dritten, vierten, fünften Versuch besiege. War eine schwere Geburt. Muss man. Das Spiel wird hier sein, wenn du dich deinem nächsten Herausforderer stellen willst. Schwere Geburt, muss man so. Ob
man ehrlich sagen. Marin stand die vorhin auch schon hier? So, erstmal. Yay! Hier, bitte sehr. Wissen Sie, Cal, ich glaube, mein Zusammentreffen mit den Raiders hat meine Sichtweise verändert. Inwiefern? Ich hatte angenommen, diese Raiders wären Diebe und Rohlinge ohne Prinzipien. Aber es fehlt ihnen gar nicht an Prinzipien oder Hingabe. Sie haben einen Kodex. Einen ruchlosen Kodex. Aber dennoch einen Kodex. Vielleicht macht sie das so gefährlich. Schon in meiner Zeit haben einige ihren egoistischen Ehrgeiz in den Mantel eines höheren Ziels gehüllt. Hust, hust, Dagon Gera. Ich bin beschäftigt, junger Jedi. Einige Prospektoren haben mir von einem seltsamen Gebäude erzählt. Sie sprachen von einem unverwechselbaren Eingang. Könnte eine dieser Meditationskammern sein. Ja, das denke ich auch. Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Kein Problem, Thor. Ich kann nicht glauben, was sie beinahe zugestoßen wäre. Ist ja alles gut ausgegangen. Den Sternen sei Dank, dass du ihr helfen konntest. In meiner Schulzeit wurde mal einer der Archivdroiden von einer Energiewoge zerstört. Damals konnte ich nur daran denken, dass meine Holo-Ausdrücke hinüber waren. Ich war so blind. Mach dir keine Vorwürfe. Wir lernen alle jeden Tag was dazu. Hey! Hey! Marin! Du bist in einem Stück zurückgekehrt. Du klingst überrascht. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu bekommen. Ja, aber Bord hat ein Talent, mich auf der richtigen Seite des Blasterfeuers zu halten. Eine nützliche Eigenschaft bei einem Freund. Sei vorsichtig. Jo. Na ja, gut. Muss ich jetzt mit dir auch noch erzählen? Unsere Arbeit zahlt sich wirklich aus, BD. Ich habe ein weiteres Beet für dich vorbereitet. Danke, dass du das volle Potenzial aus den Pflanzen holst. Ein Kobo-Stachler. Der Name sagt alles. Schützt vor Raubtieren und das wirklich effektiv. Die Blume ist überaus feingliedrig und schön. Aber ihre Stacheln sind so spitz, dass man besser Abstand hält. Okay, und damit war's das, glaube ich, jetzt mit der Folge. Genau, uppala. Hier geht's noch runter und wir sterben Gott sei Dank nicht. Hier habe ich immer noch einen versperrten Weg. Ah, genau, jetzt komme ich nämlich da endlich rein. Hier überall rein. Und ich glaube, jetzt komme ich schon... Dort komme ich noch nicht weiter. Aber hier hinten komme ich jetzt sicherlich rein. Und das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao, ciao.